Hallo zusammen, hier ist wieder Tillan wieder für euch in Dragonfly unterwegs und wollte ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Rezepte, die wir aus dem Naxxramas aus Patch 10.1.5 bekommen können. Und zwar habe ich mir den Händler hinter mir freigeschalten und schon ein paar von den Geißelsteinen umgetauscht gegen hier diese Druckmittel des Todes. Wir wollen jetzt insgesamt 20 Tokens kaufen bei ihm. Und dementsprechend dann hoffentlich einige Rezepte rauskriegen, die ich noch brauche. Es sind insgesamt noch 10 Stück, die ich von den 33 Rezepten, die man aus dem Token bekommen kann, quasi, ja, mir fehlen. So, also 20 Dinger kaufen wir uns. Es ist übrigens ein Haufen Arbeit, die 20 Dinger zu farmen. In einem Run kriegt man 15 Marken, ne? Und 240 Marken, ne, könnt ihr euch ausrechnen. Sind dann schon ein paar Runs. Gut, ich würde sagen, fangen wir an. Drückt mir die Daumen, dass wir was draus kriegen. Und TSM ist wieder am Rumspacken. Ich liebe es, wie das letzte Mal. Übrigens, kleine Randinformation. Diese ganzen Rezeptsachen, beziehungsweise den Händler an sich, den muss man sich erst freischalten. Da gibt es ein paar Rätsel. Da gibt es ein Rätsel vom alten Sholo, beziehungsweise noch ein Rätsel dann für Naxxramas an sich, um diese Secrets freizuschalten. Und auch der Händler, selbst wenn man dann die Secrets freigeschalten hat, braucht dann nochmal eine extra Freischaltung. Also das sind mehr Rätsel, die aufeinander aufbauen. Ich packe euch das Ganze wieder in die Infobox und dann könnt ihr das quasi eins nach dem anderen so ein bisschen abarbeiten und euch dann auch den Händler freischalten, der neben diesen Rezept-Tokens unter anderem noch T3-Sachen hat, die man zwar auch zusammenbasteln kann, also da sind nicht die fertigen T3-Sachen drin, aber zumindest die Grundpieces mal. Gut, dann können wir jetzt hoffentlich wirklich loslegen. Und wir haben, oh, ich habe ein Rezept, was ich nur brauche, sehr schön. Dann ein Rezept, was ich schon habe. Eins, was ich schon habe. Was ist das wert? 24.000. 35, das habe ich auch schon. Kommen so 5 Rezepte oder so. Wäre cool, wenn ich kriegen würde. Neue, die ich nur brauche. Ah, das sieht gerade ganz schlecht aus für mich. Oh boy. Oh boy. Oh Mann, komm, gib mir jetzt mal noch ein paar Rezepte. Sind ja noch 10. Das hat 600k wert. Krasse Scheiße. Also für so viel kriege ich es nie verkauft, ne? Aber... nochmal dasselbe. Ah, das kann da brauchen. Das Stoff. Nett. Oh, bis jetzt sind es 2. Komm, eins oder 2 will ich jetzt noch rauskriegen hier. Oh, Gott sei Dank. Okay, da haben wir noch eins. Das brauche ich nicht. Das brauchen wir noch. Jetzt haben wir 4, oder? Sind das unterschiedliche? Ja, das sind alles unterschiedliche. Brauche ich auch nicht. Brauche ich auch nicht. Also es war jetzt eher eine miese Quote, würde ich mal sagen. Aber zumindest ein paar habe ich rausgekriegt. Und mal gucken. Ein paar Marken müsste ich mir jetzt noch farmen. Dann können wir wieder zum Gamblen anfangen. Und ja, schauen wir mal. Ich denke mal, ein bisschen was könnten wir vielleicht noch zusammenkriegen. Juti, dann können wir die eigentlich auch gleich schon mal lernen. Was haben wir denn hier? Ein Schild haben wir. Lederfüße. Und das muss ich auf meine Twink schicken, ne? Das ist einmal Inschriftenkunde und einmal Schneider. Das muss ich jetzt dann hart nur lernen. Naja, 4 Rezepte aus 20 Dingern ist jetzt nicht die beste Quote, aber ist okay. Juti, das war es eigentlich schon wieder mit dem kleinen Opening. Ich werde jetzt wieder ein bisschen weiter farmen hier Nax mit meinen Twinks, beziehungsweise auch ein bisschen Sholo. Da kann ich nämlich zwar die kleinen Marken noch mitnehmen und ein bisschen Temok noch. Und ja, sobald ich wieder genug habe, melde ich mich und dann werden wir wieder ein paar aufmachen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tillar, bis zum nächsten Mal. Ciao.